Einst wurden in Wildau bis 1945 auf dem Gelände westlich der Bahnstrecke Berlin-Königs Wusterhausen von der Berliner Maschinenbau AG, vormals Louis Schwarzkopf, Dampflokomotiven gebaut. In der DDR produzierte dann unter anderem der VEB Schwermaschinenbau Heinrich Rau an diesem Standort. Nach der Wiedervereinigung 1990 setzte der Niedergang des Industriestandorts ein. 1991 übernahm die Technische Hochschule Wildau einen Teil des Werksgeländes für ihren Campus. Der Rest ist heute Gewerbegebiet. Neunzehnhundertachtundneunzig übernahm die Hochschule von dem in Konkurs gegangenen Verein Aeropark Diepensee die Dampflok 52-8135-7 und stellte sie auf einer historischen Lokdrehscheibe auf ihrem Gelände gegenüber vom S-Bahnhof Wildau auf. Die Lok ist eine sogenannte Kriegslok der Baureihe 52 der Deutschen Reichsbahn, die eine produktionstechnisch vereinfachte und materialsparende Weiterentwicklung der Baureihe 50 war. Die Baureihe 52 ist mit 6.000 bis 7.000 Stück die meistgebaute Lok Deutschlands. Die Wildauer Denkmallok wurde 1943 in den Borsig-Lokomotivwerken Henningsdorf gebaut und von der Deutschen Reichsbahn als 52-474 in Dienst gestellt. Sie war während ihrer Dienstzeit in verschiedenen Bahnbetriebswerken der Reichsbahn stationiert, zuletzt im BW Brandenburg. Nach dem Umbau 1965 trug sie die Reichsbahnkennung 52-8135, die 1970 in 52-8135-7 geändert wurde. 1989 wurde die Lok aus dem aktiven Dienst genommen und im Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen zur nicht mehr fahrbereiten Heizlok umgebaut. Ende 1991 erfolgte die endgültige Ausmusterung und Übernahme durch den Aeropark Diepensee als Denkmallok. Nach dem Konkurs des Parks übernahm die Technische Hochschule Wildau die Veteranen und stellte sie als Denkmal an den einstigen Lokomotivproduktionsstandort Wildau auf ihrem Campus auf. Heute steht die Lok nur wenige Meter von der Bahnstrecke Berlin-Königs Wusterhausen auf einer historischen Lokdrehscheibe aus dem Jahr 1910, die hier in der Wildauer Fabrik im Einsatz war. Die Drehscheibe hatte ursprünglich einen Durchmesser von 19 Meter, wurde in den 1920er Jahren wegen der immer länger werdenden Loks auf 26 Meter Durchmesser vergrößert. Wie die Lok steht auch die Drehscheibe unter Denkmalschutz. Die Normalspur-Schlepptender-Lok 52-8135-7 ist insgesamt ca. 28 Meter lang und hat mit vollem Tender ein Gesamtgewicht von ca. 143 Tonnen. Die Zweizylinder-Lok erreichte mit einer Leistung von ca. 1600 PS bzw. 1192 kW, eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.
Der Treibraddurchmesser beträgt 1,40 Meter. Die Wildauer Güterzuglok ist eine von mehreren Loks der Baureihe 52, die das Ende der Dampflok-Ära als Denkmallok, Museumsexponat oder fahrbereite Traditionslok überlebt haben.